Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Ihr seht schon, wir sind in der U-Bahn unterwegs und zwar in der U-Bahn Frankfurt. Und die machen wir heute mal einsatzbereit und tun hier mal aufrüsten. So. Jetzt. 7 Uhr in der Früh, nächster Halt. Also wir fahren von Südbahnhof nach, nach Bad Homburg-Gonzenheim. Darum stehen übrigens die ganzen Ibis-Codes. Wir werden das jetzt mal versuchen, richtig einzutippen. 9, 2. Oh. Ah, na, scheiße, das war der Kurs. Kurs, sagen wir, keine Ahnung. 0, 2. Löschen. 0, 2. Linie ist 9, 2. Und Ziel. Müssen wir erstmal Start eingeben. Das glaube ich war 712 hier. Okay. Und Ziel ist 716. Okay. Bestätigen. Ja, das schaut gut aus. Sehr gut. Dann könnten wir eigentlich schon losdüsen. Signal haben wir. Und ich weiß jetzt schon, dass wir uns zigtausendmal verbremsen werden, weil ich da nicht so gut bin. Ja, man kann hier natürlich raus. Das ist die U-Bahn. Und wir werden nicht die ganze Zeit hier unterirdisch fahren, sondern dann auch in der Stadt selber. Auf den Part freue ich mich schon. Ich bin die Strecke schon ewig nicht mehr gefahren. So. Und ich meine, wir müssen hier beim H4 halten. Kann aber falsch sein. Da bin ich mir nicht sicher, aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ich da richtig bin. Mit H4, dass ich da halte. Da steht sogar die 02 jetzt hier drauf. Ansagen laufen nicht automatisch, muss ich jeweils manuell triggern. Aber das ist kein Problem. So, Türen zu. Und weiter geht's. Der Schweizer Platz. Nächste Station, Schweizer Platz, Museumsufer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die perfekte Fahrtechnik habe ich hier noch nicht draußen. Ach, solange wir überall halbwegs normal anhalten, wird schon passen. Ja, das war schon zu viel gebremst. So, anhalten. So, Tür auf. Würde das leuchten, wenn da Arbeiten wären? Vermutlich schon, oder? Und Originalwerbung. Da haben wir die ganzen Bahnhöfe abgefahren und hat die Werbung fotografiert. So, gehst von allein zu. So, jetzt. Was ich irgendwie geil finde, ist, dass man hier in dem Zug, oh ja gut, das ist eine U-Bahn, einen Blinker haben. Das ist schon irgendwie cool. Ich weiß, jede Straßenbahn hat es. U-Bahn, glaube ich, sieht man es jetzt nicht so oft. Nächste Station, Willy-Brandt-Platz. Umsteigen Möglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5 sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich muss euch dann mal kurz das Streckennetz hier zeigen. Das ist noch recht umfangreich. Also hier kann man noch recht gut rumfahren. Wenn man so ein bisschen Bock hat auf U-Bahn Frankfurt.
So, runterbremsen. Ah, ich krieg's einfach nicht sauber hin. Södele. Wenn wir jetzt hier halten, müsst ihr mal schauen, wie riesig das ist. Also, da gibt es ein paar nette Strecken, wo man hier mal ein bisschen rumcruisen kann. Und hier kreuzt es ja wirklich. Also, wenn man das hier mal draußen anschaut, da ist die andere U-Bahn-Strecke da hinten. Das ist schon geil, wie sie das erbaut haben. Und da hinten ist die Stadt. So. Mach die Tür zu. Tür zu. Hallo? Tür zu? Das sind sie schon zu. Ach, die sind schon zu. Was kann man eigentlich hier noch so bedienen? Türsteuerung. Was ist das? Airplane. Ah, Anzeige-Button. Warnblinker. Interior Lights Auto. Klingt doch mal nicht so schlecht. Aber ich glaube, hier drin brauchen wir es nicht. Nein! Wir fahren so schnell. Geht's aber bergab hier. Ah, das war zu viel. Panikbremse. Das ist eigentlich nur cool, dass wir auch hier hinten sein können. Komm, bremst. Ach, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. So, Tür auf. Halt. Sieht man dann, dass die Türen offen sind, wenn man hier hinten ist? Oh ja. Cool. Sieht eigentlich noch ganz schick aus hier. U1, U2, 3, 8, 9. So, wir gehen wieder nach vorne. Sollte nicht so viel Blödsinn hier drin machen. Nice. Abfahrt. So, die Schalter haben wir schon gesehen. Fahrhebel. Was auch immer hier links so alles ist. Oh, wir dürfen jetzt nur noch 60 fahren. Wo ich natürlich sofort wieder drüber schießt. Ah, ich glaube, diese Einfahrt ist ein bisschen zu schnell gewesen. Wobei, hätte ich jetzt langsamer bremst, dann wäre es, glaube ich, schon gegangen. Oh, Chaos, Liebe. So, Tür auf. Sind wir jetzt mit dem Hintern auf der Plattform? Ja. Ah, ist das ein Wartungsgleis da hinten, wo man sich abstellen kann? Zehn 11 2005. Das ist schon ein bisschen länger her. So, Abfahrt. Kann ich ja komplett die Lichter ein- und ausmachen manuell, wenn ich denn möchte. Einfach schon wieder zu schnell. Ah, ich sollte mal aufpassen. Ah, Bura, konzentrier dich beim Fahren. Die Bremsen sind so brutal giftige. Ich hab's doch nicht draußen. Scheiße, ich hab die ganze Zeit vergessen, die Ansagen zu machen. Ah, ich voll hell. Wo sind wir jetzt? Grünburgweg. Nächste Station, Grünburgweg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Tut mir leid, liebe Fahrgäste. Ich habe nicht aufgepasst. War geplant wie immer. Ich glaube, mein Kaffee wirkt einfach noch nicht. Das war viel zu früh. So, Abfahrt. Nächste Station, Holzhausenstraße, Unicampus, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, wann geht's jetzt hier mal nach draußen, damit wir hier mal was sehen? Jetzt geht's ein bisschen immer weiter nach oben. Da ist es. Also ich kann mir das einbilden, aber irgendwie, glaube ich, sind die... Je nach Prozentzahl die Bremsen unterschiedlich giftig. So, aufmachen. So, jetzt stehen wir da direkt bei H3. Wo ist der Hintern? Der ist in der Station. Können wir auch bei H3 halten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ich könnte natürlich mein Handbuch lesen. Warum? Wie soll ich halten? Warum? Was ist da? Nächste Station. Miguel Adiques Allee, Polizeipräsidium. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 32 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, ich hoffe, ich erwischt den Punkt da. Voll komisch. Signal ist da auch keins. Ja gut, dann halten wir halt hier kurz. Für was auch immer das hier gut ist. Falls jemand den Sinn darin erkennt, hier anzuhalten, gerne sagen. Ich werde das sonst einfach durchbrettert. So. Gib Gas. Nicht rückwärts. Ohne Dach, liebe Leute. Bitte einmal einsteigen in den Chaoszug. So. Restaurant Bar Alchettis. 12 bis 23 Uhr. Sachsenhausen, Gartenstraße 5. Irgendwie hätte ich jetzt Lust, da mal nachzuschauen, ob es das wirklich gibt. Wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz Gamepause. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob es das wirklich gibt. Bis gleich. Okay, bin wieder da. Also die Straße gibt's, aber das Restaurant gibt's nicht. Und vielleicht hat es es mal gegeben, aber stand jetzt ist da nichts. Ja, war witzig gewesen. Wäre eine kleine Schleichwerbung hier. Nächste Station, Dornbusch, Hessischer Rundfunk. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ach, da war immer so schön das Geld ausgeben. Yay, yeah, es geht nach draußen. Finally. Da müsste ich dann auch mal irgendwo meinen Screenshot machen. Für mein Thumbnail. Immer Fahrt, ja.
Ah, jetzt sitzt da im Gleis drin. I see. Wir fahren aber nach wie vor mit 60 hier Brettern. So. Gehen wir mal nach draußen. Interface ausblenden. So, keine Ahnung. Sieht das gut aus? Ich würde sagen, das kann man so machen. Moment mal, wir sind ja hier 3 Einheiten. Heißt es dann für 3 Einheiten hier halten und für 4 da? Sehe ich das richtig? Hm. Wird zumindest einen Sinn ergeben. Wir haben nach wie vor Fahrt. Und die fahren da einfach mal bei Rot drüber. Läuft. Boah, die Dinge müssen echt ein bisschen größer sein. So auf die Distanz sieht man das kaum. Nächste Station. Fritz-Tarnow-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Es wird immer rot, wenn wir kommen. So, Dalle. Bitte alle einsteigen. Wo ist denn da die Kirche? Irgendwo da hinten sein. Vermutlich fahren wir dann gerade direkt dran vorbei. So. Moin, Kollege. Ich könnte eigentlich auch mal schummeln und mich anschauen, wo die KI eigentlich hält. Aber ich glaube, die fahren sowieso automatisch bis zum Ende vom Bahnsteig. Ist die Kirche? Hm. Oh, zu schnell. Ja, ich glaube, das war die Kirche. Das wäre eigentlich auch was für Umsi hier in Frankfurt. Wenn es das nicht sogar eh hat. Ach, das ist all. Ah, die generell halten für alles. Ich mache das halt komplett falsch hier. Naja, Hauptsache ihr habt Spaß. Wir sind aber da noch drin. Passt gerade noch so. So, gerade dann zu. Nächste Station, Hügelstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 39 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Ist es nicht, was mir jetzt gerade einfällt? Fahren wir da nicht sogar beim Laden vom Held der Steine vorbei? Ich weiß jetzt voll nicht, wo der genau ist. Jo, bremsen. Du hast jetzt wieder unterteilt. Warum macht man eigentlich da nicht gleich einfach bis zum Ende des Bahnsteigs fahren? So, genau. Schnucklig.
Ich muss aber sagen, die Farbe ist jetzt nicht so ganz meins. Aber Geschmackssache. So, und wenn ich das in der Karte richtig gesehen habe, müssen wir dann irgendwo mal abbiegen. Lindenbaum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. 45? Ab wann zeigst du mir das, dass ich da 45 fahren muss? Ach, da vorne. Ich will mal kurz anschauen, wie das aussieht, wenn der Blinker an ist. Eine Tatsache. Blinkt ja wirklich. Was steht das E? Ich sollte echt mal das Handbuch lesen. Vielleicht gar keine so schlechte Sache. Jo. Nächste Station, Weißer Stein. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S6 sowie zu den Buslinien 63, 66 und 69. Das war eigentlich auch ein geiler Fotospot hier gewesen. Oh, da geht's nach unten. Halt! Geh da vorne rein. Brems! Sehr gut. Das sieht nach einer Betriebszentrale hier aus. Kurz gucken. Also auf alle Fälle mal hier alles schön abgestellt. Ja, das ist, glaube ich, ein Depot hier. Mit Stellwerk. Cool. So, Abfahrt. Eins von mehreren gehe ich mal davon aus. So, ciao, Kollegen. Viel Spaß da in der Pause. Ich muss gar nicht Waschanlage. Wo auch immer es da hingeht. Ich glaube, ich bin da jetzt vielleicht insgesamt 3 oder 4 Mal erst auf der Karte gewesen. Bin da mal ein bisschen rumgefahren. Also ein paar Straßenbahnkarten meine ich eigentlich schon ganz cool, finde ich, TS Classic. Also ich weiß, es gibt ein paar, aber könnten gern mehr sein. Oder bei einem anständigen Simulator in der Richtung. Ich weiß, es gibt die Münchner Straßenbahn und die Wiener Straßenbahn da. Das ist aber halt nur eine Linie, wobei ich glaube, in München sind es 2 oder 3, bin mir nicht so sicher. Aber sonst halt nichts. Und Lotus, ne. Omsi hat noch ein paar geile. Vor Jahren das letzte Mal gespielt. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, ne? Ja.
Nächste Station, Heddernheim. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U2. Zur Weiterfahrt in Richtung... Nächste Station, Sandelmühle. Nächste Station, Riedwiese, Nertonviertel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So schade, dass es nicht automatisch geht. Wegen dem habe ich nochmal extra ins Handbuch reingeschaut. Ob man das nicht irgendwie automatisch machen kann, aber steht explizit drin. Nö, musste händisch machen. So, da wären wir da. Genau. Gerade noch so. Also ich glaube, die 1A-Bewertung vom Bremsen kriege ich von den Fahrgästen nicht. Gerade die älteren Herrschaften, glaube ich, hätten keinen Spaß mit mir. Zügig Licht. Ist das jetzt eigentlich aus? Ne, das ist an. So, Abfahrt. Nächste Station, Karlbach. Umsteigemöglichkeit zur Linie O9 in Richtung Genheim vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Sowie zu den Buslinien 28 und 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber haben sie hier schon gut gebaut, ne? Dass die, wo man hier seine eigene Trasse da hat. Die ist auch gar nicht so alt. Jetzt sind sie komplett aufs Land wieder raus. Was ist mit dem Stadtvergnügen? Nee, kann es ja nicht sein. Ich bin demnächst eh mal in Frankfurt. Aus beruflichen Gründen. Wollte ich da mal in echt mit ihr mal ein bisschen rumcruisen. Na komm, nimm's. Bremsen, habe ich gesagt. Ah, da kommt die andere Linie daher. Wo ist eigentlich? Cool. So, da wären wir in Karlbach. Sehr gut. Nebenorte von Frankfurt. So voll die Hamburg-Feelings jetzt von hier. Also von der Strecke her meine ich jetzt für den TS Classic. So, dale. Gehen so. Verstanden, dass es keine Probleme gibt mit dem Bahnübergang. Schön sauber machen. Nächste Station, Bonnemies Mitte. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 27. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zu dessen Edeka?
Das habe ich verkackt. Habe ich mir gerade noch so angehalten. So, ich möchte mir das eine Geschäft da hinten mal kurz anschauen. Kann man halt voll nicht lesen und es ist spiegelverkehrt. Naja, was soll's. So, kann ich schon düsen? Nee. Nächste Station, Niedereschbach. Tarifgrenze. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 27 und 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wow, was heißt das jetzt im Detail mit der Tarifgrenze? Das ist einfach eine andere Zone. Da muss ich sagen, da finde ich die Easy Ride App in der Schweiz ziemlich geil. Da kaufst du nicht per se ein Ticket, sondern du sagst einfach Start und über GPS trackt er dann, wo du gefahren bist und bucht dann am Ende des Tages das günstigste Ticket für die Strecke, wo du gefahren bist. Das ist de facto nur noch. Das geht halt mit die ÖV aus und halt mit der SBB, also mit den Schnellzügen. Super geil. Hat sowas ähnliches auch in Deutschland? Einfach nur GPS anmachst, also auf Start drückst in der App, losfahren und dann Ende des Tages kriegst du eine Rechnung. Also teilweise bei den ganzen Tarifchaos, was da in Deutschland gibt und Sondertickets hamisch tut, finde ich das ja schon nicht schlecht, gerade wenn man als Tourist irgendwo unterwegs ist, dass das irgendwie stressfrei ist, dass die App das dann erledigt. So, da wären wir da. Ein bisschen flott hier mit der Einfahrt. Aha, da sieht es auch so aus, als könnten wir hier abstellen. Auf einen einzigen Gleis. Oh, das ist eine eigene Strecke da vorne. Ja, wir werden es gleich sehen. So. Eigentlich nur ideal für Multiplayer, so die Strecke hier. Doppelabstellung? Da ist nur ein Gleis. Ah, doch. Doppelabstellung. Falsch gesehen. So, Ansage nicht vergessen. Station Obereschbach. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien des Stadtverkehrs Bad Homburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Du fährt noch ziemlich weit die U-Bahn. Aber ist gut natürlich für den Anschluss. Geil. Die Hände schien gar nicht von alleine. Dann kann ich ja noch mal ein paar Fotos machen. Ah, F12. Sehr gut. Es muss noch ein Foto dabei sein, wo der Masten mit dem Weg ist. Und da hinten ist dann auch schon unser Ende.
Sounds sind schon geil. Gefällt mir. Ich denke, jetzt sollte ich mal langsam bremsen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Ah, ich hab weniger jetzt schon getan. Südli. Da wären wir da. Alle raus hier. Ah, zu. Ja, jetzt kleines Dörfchen hier. Mit U-Bahn-Anschluss. Ah, jetzt fahren die da hinten sogar drüber. Cool. Sehr nice. Ob er jetzt dann gleich ansagt, Endhaltestelle. So, Abmarsch. Nächste Station, Gonzenheim. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien des Stadtverkehrs Bad Homburg. Sehr cool. Oh, 25. Gehen wir aufs andere Gleis oder was? Wow. Ah ja. Tatsache. Das heißt, steht da kein Kollege da vorne drin oder steht einer drin und... Nee, sieht leer aus. Oder doch? Nee. So, da wären wir da. War eine chaotische Fahrt. Hat schon aber Spaß gemacht, hier mal die kleine Ausflugsfahrt hier zu machen. Mal schauen, vielleicht das nächste Mal irgendeine andere Linie und da den anderen Triebwagen. Also ab und zu mal ein bisschen U-Bahn fahren, die Stadtbahn. Macht doch Spaß. So, Tür auf. Was steht denn da so Schönes? U2 Südbahnhof, Gleis 2. Und da steht noch nichts. Cool. Also, liebe Leute, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns demnächst in einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.